Wir gehen rein. Alles falsch in Resident Evil 4 Remake. Okay, let's Man muss ganz go. ehrlich sagen, eigentlich, das ist natürlich, man merkt, dass es eine Satire-Show ist von Rob, weil hier ist gar nichts falsch in den Spielen. Ne? Es ist ein perfektes Spiel, das wissen wir alle, hier ist gar nichts falsch drin. Das kann man gar nicht mal so sagen, aber ja, wir tun einfach mal so, als wäre es so, Lüge. ne? Genau. Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. So, ne, das ist. Spoilerwarnung ist Resident Evil auch 4. wichtig, ne? Wir gehen jetzt durch das gesamte Game durch, ne? Jetzt, wir gehen jetzt. Ja, guck mal, da, seins ist alles falsch in Resident Evil, meins wird sein alles richtig in Resident Evil. Hier ist das vierte Remake der beliebten Survival-Horror-Reihe. Nachdem Hollywood schon vor einer Ewigkeit erkannt hat, dass sich Remakes gut verkaufen, hat sich diese Krankheit auch auf die Gaming-Branche ausgebreitet. Dennoch muss man. Oha, Digga, ich habe die ganze Zeit nicht aufgenommen. Okay, jetzt Shoutout an alle, die YouTube mitverfolgen. Jetzt sieht man es auch auf YouTube. Ich habe einfach die ersten, wie lange sind wir schon am Stream? Die erste halbe Stunde habe ich einfach nicht aufgenommen. Shoutout an die ganzen Leute in YouTube. Wir gehen jetzt in das Video von Robber rein. Man Capcom hier loben. Man erlaubt sich nicht nur die Spiele von Grund auf komplett zu erneuern, sie laufen zudem auch noch auf dem PC immer anständig und Shoutout. ohne Probleme. Das können viele andere Games nicht von sich behaupten. Ja, ich schaue in deine Richtung, The Last of Us Part 1. Was ist da eigentlich passiert? Ich habe nur die ganzen Memes gesehen. Profi, ich weiß. Danke euch. 30. September 1998. Der Bis hier vorbereitete bei Boss. Resident Evil. Kennt's mich. An jenem Tag starb der Polizist in mir. Du warst gerade mal einen Tag Polizist. True that. Das ist halt, ja. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Ganz davon abgesehen, dass du Raccoon City überlebt hast und dadurch automatisch qualifiziert bist, ein Experte zu sein. Das Training, die Missionen brachten mich fast um. Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Weil Kampfeinsätze und dem Tod ins Auge sehen bekanntlicherweise nicht zu PTSD führen, sondern auf andere Gedanken bringen. Also für Leon schon, ne? Also an sich gutes Argument, aber es ist halt Leon, ne? Das ist so, ja, hab Corona überlebt, bin Experte. Dann erzähl mal, was willst du an diesem Ort? So nah am Arsch der Welt. Sagen wir, ich suche jemanden. Diese spanischen Polizisten haben weder eine Ahnung, wer Leon ist, noch was er für einen Auftrag hat. Sie Ja, ist erstmal schon eine Frechheit, ne? Dass du nicht weißt, wer Leon ist, ist schon mal Frechheit. Sollen ihn nur fahren, was in Bezug auf sein Missionsziel sehr seltsam erscheint. Diese Cops sind seine einzige Unterstützung. Wenn man nicht gewollt hätte, dass die Polizei von dieser Mission weiß, hätte Leon auch ein Taxi nehmen können. Ja, ich glaube, da ist halt so das Ding, dass niemand halt in diesen Wald rein will, oder? Weil da Leute verschwinden. Ist natürlich, wahrscheinlich geht er auch gleich drauf ein, dass der Typ selber sagt, yo, in diesem Wald verschwinden Menschen und dann geht er erstmal alleine in diesen Wald rein. Das ist einfach der schlauste Cop ever, so. Außerdem, die Tochter des Präsidenten wurde ins Ausland entführt. Also ganz klar, dass sie nur einen Mann losschicken, der nur mit einer Pistole bewaffnet ist. Das sage ich auch in meinem Video. Es ist so geil. Die Tochter wird entführt und die schicken einen Typen los. Vor allem später im Game siehst du ja, was ein einziger Heli für Schaden anrichtet. Weißt du? Und wenn die dann einfach drei Helis losschicken, dann haben diese Las Plagas haben gar keine Chance. Weißt du? Die schicken halt einfach Leon los. Aber muss sagen, Leon hat es ja auch, er hat es ja auch gemacht. Ne? Also ist er hat es ja auch gerichtet so, ne? Aber den richtigen Typen genommen, der kann sogar respawnen. Ja, true that. Ja, Leon ist ein cuter Gamer-Boy, eben. So, das ist halt Thomas, was geht. Aber die Logik ist so geil. Tochter der Präsidentin wird er entführt, weißt du, und dann, ach, Junge. Ein Typ. Die Polizei fährt auf diesem Waldweg schneller als die Polizei erlaubt. Nicht nur, dass dieser. Ja, das ist in Spanien. Die fahren da alle so. In Spanien wurde ich einmal fast überfahren, weil rote Ampel und Zebrastreifen, das heißt in Spanien gar nichts. Die fahren trotzdem. Das musste ich da auch erstmal lernen. Ich dachte, wenn die rot haben und da ist noch ein Zebrastreifen extra noch, dann kann ich da drüber gehen. Falsch gedacht. Der Polizist jetzt pinkeln geht, er geht danach auch einfach weg, ohne einen Grund dafür zu haben. Der lässt sich ganz schön Zeit. Verlaufen? Vielleicht solltest du mal nach ihm sehen? Vielleicht soll. Boah, Junge, Alter, die Stimme von dem Bruder. Willst du nach ihm sehen? Ist ja schließlich dein Kollege. Jetzt sehen wir, dass Resident Evil 4 die Inspiration für Resi 7 und 8 gewesen ist. Was aber auch bedeutet, dass den Entwicklern kaum noch etwas Neues einfällt. Für 7? Wegen dem Haus oder was?
Obwohl diese Dorfbewohner ständig vor sich hin murmeln und man sie dadurch schon von weitem hören kann, ist dieser hier gut im Anpirschen geübt. Ich höre sie. Wie ist ihr Status? Was ist hier los? Aber Alte ist besser wegen Rock? Was? Na, was denkst du denn, Leon? Du bist der Experte im Kampf gegen Untote. Wo glaubst du, schicken die dich hin? In diesem Haus befindet sich eine Art Verschwörungswand mit einem Foto von Ashley, der Tochter des Präsidenten, die schon länger hier sein muss. Man hat sie analog fotografiert, was bedeutet, dass man das Bild erst entwickeln musste und dieser Ort wirkt nicht so, als wenn es hier... Resi 4 könnte bis auf den Anfang nicht weniger mit Resi 7 zu tun haben. Das würde ich nämlich auch sagen. Deswegen, also Resi 8, ja, ganz klar, Resi 8 ist halt, also ist ja einfach Resident Evil 4, aber ich finde, ja, Resident Evil 7 ist ja eigentlich, wenn dann so eher wie die ersten, ne? Aber ich finde auch so halt was Einzigartiges so. Wie ein Fotolabor geben würde. Ach so, wegen dem Rock. Ich dachte, okay. Hier ist Condor One. Hannigan hier, wie geht's voran? Das ist Hannigan, Leons Unterstützung per Funk. Sie spricht gelegentlich mit Leon, ohne dabei etwas Nützliches zu sagen. Sie erfüllt tatsächlich kaum einen Zweck. Ja. Ich brauche die Route für eine am Ende halt mit dem Heli, ne? Das ist das Einzige, was sie im Grunde gemacht hat. Die hier. Vielleicht. Sonst ist halt Leon immer so, ja, Ashley ist weg oder Ashley ist da und sie ist halt immer so, jo, cool. Dann so, alles klar, Leon, mach mal weiter, ne, ich bleib hier sitzen. Ist sie dort? Leon, du hast eine Karte vor dir hängen und es gibt überall Wegweiser. Du musst dir keine Route raussuchen lassen. Ich find selbst raus. Oh nein, er ist aus dem Fenster gesprungen. Wir können ihm unmöglich folgen. Die Dorfbewohner verbrennen einen der Polizisten auf einem Scheiterhaufen. Okay, Rob spielt es ganz safe. Er ist aber verpixelt. Nicht, dass das Video wieder... Fucking YouTube, Alter. Weißt du, was die anderen... Weißt du, manchmal denke ich mir so, ich habe irgendwie so ein bisschen Schiss. Da gibt es ja diesen einen Gegner, der blind ist, ne? Dieser Wolverine, wo die Augen so zu gedingst sind. Aber trotzdem zeigen das alle... Und dann denke ich mir so, das ist schon ein bisschen hart. Aber also, er muss hier sowas verpixeln, weil er Angst hat, dass er dass eine Verpixelung ist Absicht. Wegen YouTube oder einfach nur aus Joke? Weil, ich dachte wegen God of War, dass nicht nochmal sowas passiert. Wie sie mit dem Polizisten vor Leon hier sein konnten, ist beides, unklar. Okay. Neue Mechaniken in diesem Remake sind das Schleichen, Stealth-Kills und mit dem Messer parieren. Das Messer nutzt sich sogar ab und man muss es reparieren lassen. Egal, ob man damit eine Kettensäge abwehrt oder Kehlen durchschneidet. Ja, das Messer ist die beste Mechanik im Game. So. Und vergebt mir bitte die Zensur in diesem Video. Aber wenn ich hier nicht zensiere, dann zensiert YouTube mich. Die Kettensäge. Ach, Junge, Alter. Daumen nach oben könnt ihr. Ja, der Suplex. Ja, okay, Suplex, ja. Trotzdem gerne geben. Oder nach unten. Was ja auch schon durch YouTube selbst zensiert wurde. Wenn die Kirchenglocken läuten, hören die Dorfbewohner auf, Leon anzugreifen und gehen in eine kleine Dorf. Ich hab keine Zeit für sowas. Ich esse in einer Stunde. Ja, ey, das wird. Also in der Stunde, ich glaube, das wird. Wie lange heute eigentlich? Bis 11 Uhr. Wir machen heute bis 11 Uhr. Mal gucken, wann wir mit dem Video durch sind, weil ich weiß nicht, wie lange wir das jetzt schon schauen und wir haben erst 3 Minuten gepackt. Und dann gehen wir vielleicht noch in Resident Evil selber rein. Kirche, um in die große Kirche dahinter zu gehen. Ohne auf Leon anzugreifen und gehen in eine kleine Dorfkirche, um in die große Kirche dahinter zu gehen. Wo wollen die hin? Zum Bingo? Ich werde hier aus Leons Charakter nicht schlau. Einerseits hat er immer einen schlechten One-Liner-Spruch auf den Lippen, während er sich aber auch ständig wundert, was hier los ist und was zur Hölle sagt. Dann fällt mir aber ein, dass Japaner das hier geschrieben haben und die glauben, dass Amerikaner genauso reden. So kennt man es halt aus fast jedem Hollywood-Film. Es ist das Beste, ich lieb's wirklich. Kirche. Aber ich lieb's, ey. Das ist wirklich Resident Evil. Es ist mal ernst, mal nicht. Und ich. Oh, es ist. Obwohl Funksprüche nur durch einen Ohrstecker wahrgenommen werden, sieht man den Gesprächspartner in einem. Ja, das ist generell so, ne? Dass Japaner dann so oft die Amis machen und so. Das ist. Videochat. Nun lernen wir Luis kennen, den man verschnürt in einem Keller findet. Wir erfahren später, dass er ein Wissenschaftler ist, obwohl er sich nicht wie einer verhält. Eher wie ein stereotypischer Südländer mit Nikotinsucht. Ja, aber Luis ist der Beste. Stehen bleiben! Leon ruft, stehen bleiben! Obwohl er bisher auf jeden hier sofort geschossen hat. Nun bekommt Leon den Parasiten verabreicht, der für alles hier verantwortlich ist. Warum nur er und nicht auch Luis mit... Ich bin im Anime-Game drin, das ist genauso. Ja, die Japaner können keine Dialoge schreiben, das ist das Ding. Die können geile Welten erschaffen, aber die können keine Charaktere und Dialoge schreiben. Das ist immer alles ein bisschen unangenehm so.
Naja. Las Plagas infiziert wird, liegt wohl am Plot. Sag nichts. Vielleicht eine Vermisst. Junge, diese Friesen-Games sind so fresh, das muss man sagen. Ja, Bruder, die sehen alle. Das sind alles echte süße Hasen, so, ne? Okay, die deutsche Stimme, okay. Eine junge Frau? Luis wird in dieser Szene nur gebraucht, um Leon zu verraten, wo er Ashley finden kann. Im Original gab es jedoch etwas mehr Charakterentwicklung. Echt? Ich muss hier aber auch fairerweise sagen, dass Luis der beste Charakter in dieser Story ist. Allein schon, weil er der einzige Charakter ist, der Charakter besitzt. Ja! Luis ist, das sage ich in meinem Video auch, es ist der beste Charakter. Junge, am Ende, oh, wir sehen das gleich. Ich hab Emotions, das war emotional damage am Ende. Ich dachte mir so, Capcom, ihr könnt das nicht mit mir machen. Die ganze Zeit nur Bullshit machen und dann auf einmal so. Ja, Junge. Wir gehen weiter. Luis ist der Beste. Hier drüben, Fremder. Der geheimnisvolle Händler ist wohl eine der populärsten Figuren der Schlimmer als Brocks Tod. Brocks tot? Wer war denn Brock nochmal? Ich bin absolut brandsafe. Reihe, obwohl es er geht. Gar keinen Sinn ergibt und hier gleich 3 Punkte bekommt. Einen, weil er überall gleichzeitig und Leon stets im Voraus zu sein scheint. Oh, sorry. Einen weiteren, weil er in dieser Gegend voll mit... Ach so. Ah, nee. Ja, nee, nicht ganz so. Nee. Ja. Nee, nicht so. Von war das nicht... Ach so, doch. Ja, doch, stimmt, Bro. Ja. Nee, aber, ach, ihr werdet sehen. Mordenden irren nicht nur Ladengeschäfte, sondern auch... Leon wäre der beste Charakter, wenn er Ashley weggehauen hätte. Das Ding ist, Ashley ist halt hier in dem Game nicht mehr nervig. Ich mochte Ashley sogar. Also in dem Original, was ich von ihr zumindest mitbekommen habe, da war die halt... ja. Aber hier ist sie okay, ne? Auch mit einem Fahrstuhl erreichbare Schießstände an mehreren Orten betreiben kann und den dritten, weil er nur einen einzigen Kunden hat. Nicht mal unsere Begleitfiguren kaufen bei ihm ein. Ach ja, das gute alte Inventarmanagement, wo man seinen ganzen Krempel im Koffer sortieren kann und später beim nächsten Öffnen alles wieder durcheinander ist. Woohoo! Aber hast du das wirklich gemacht? Im Haus. Ich hab einfach den linken Stick reindrücken, bam, alles sortiert. Des Bürgermeisters befindet sich ein Plumpsklo. Okay, aber ein goldener Klopapierhalter und industriell hergestelltes Klopapier passt hier nicht zusammen. Ziemlich umständlich, sein Schlafzimmer hinter einem Puzzle zu verstecken, für das man ein Objekt benötigt, welches hinter einem anderen Puzzle versteckt ist. Was? Im Schlafzimmer finden wir ein Tagebuch, aus dem sich entnehmen lässt, dass die Leute im Dorf unter einer Dürre und anschließend unter einer Hungersnot leiden mussten. Aber warum sind sie nicht einfach in die nächstgelegene Stadt gefahren, um Lebensmittel einzukaufen? Ist ja nicht so, als wenn die hier arm sind. Nicht nur, dass die hier alle ständig Geld droppen, es liegt sogar überall rum. Ja, okay. Na gut. Auf etwas schießen, was durch Schüsse keinen Schaden im Klischee. Der Blut hat die Gabe angenommen. Ja, die Stimme. Nicht cool. Ada. Ada Ex Machina. Man kennt es bereits aus dem zweiten Teil. Wird hier auch oft genug vorkommen. Jawohl. Der Bürgermeister geht einfach und lässt Leon am Leben, obwohl er ihn jetzt und hier töten und damit loswerden könnte. Und ja, ich weiß. Er hat Leon infiziert und lässt ihn wahrscheinlich deswegen in Ruhe. Machen die infizierten Dorfbewohner allerdings nicht, obwohl... Ja, das habe ich halt auch nicht verstanden. Warum infizieren sie ihn und er lässt ihn in Ruhe, aber die anderen greifen ihn an? Also, das habe ich halt legit nicht verstanden, was da der Plan ist. Soll er jetzt zu so einem Viech werden, so wie Ashley, und soll dann irgendwie auch Amerika infiltrieren oder soll er halt einfach sterben? So, das habe ich nicht ganz gerafft. Ich finde es irgendwie nice, wenn es mehr um Lore und Duke und Händler gäbe. Ja, vielleicht gibt es das irgendwie. Ich weiß es nicht. Oder technisch bereits einer von ihnen ist. Basis Anconda One. Ich habe die Infos, die du wolltest, zu Luis Serra. Wie es aussieht, war er mal Forscher bei Umbrella. Komisch. Im Original war Luis noch ein ehemaliger Polizist aus Madrid. Aber hey, Cops, die nebenbei als Umbrella-Wissenschaftler arbeiten, sind ja nichts Neues. Außerdem in der Akte steht, dass Luis bereits beim Raccoon City-Vorfall als Forscher bei Umbrella gearbeitet hat, was rechnerisch nicht hinhaut. Luis ist laut Akte erst 28 und die Story spielt 2004, also 6 Jahre nach Raccoon City. Unwahrscheinlich, dass Luis mit 22 bereits ein abgeschlossenes Studium hatte. Aber Luis ist krass. Also von daher, vielleicht doch. Jetzt Luis ist Big Brain. Er ist einfach, ne? Wie ein er hat einfach sein Studium gespeedrunnt. Wolf aus einer Bärenfalle. Das wird sich bestimmt auf den späteren Verlauf des Spiels auswirken, oder? Krass.
dafür, dass das hier nur ein sehr, sehr kleines Dorf ist, haben diese Penner erstaunlich viel Personal und Ressourcen, um Leon aufzuhalten. Endlich an der Kirche angekommen, kann Leon nicht hinein. Er muss heute eigentlich Mario Kart oder Smash? Nee. Vielleicht am Freitag, aber schauen wir mal. Zuerst mit einem Boot auf die andere Seite des Sees fahren und dort ein Schlüsselobjekt finden. Können diese Leute ihre Buden nicht wie normale Menschen abschließen? Das ist so, als würde man den Schlüssel für eine Wohnung in Berlin irgendwo in Potsdam verstecken, aber man bräuchte dann dort wieder einen Schlüssel, um an die Schlüssel ranzukommen. Und so geht das die ganze Zeit hier. Wieder das analoge Foto von der entführten Ashley. Die haben also Abzüge gemacht und sie überall verteilt. Aber warum? Der eine Polizist landet auf dem Scheiterhaufen, der andere wird in den See geworfen. Das ist ganz schön umständlich und dient tatsächlich nur dazu, das Monster im See anzuteasern. Um das Motorboot nutzen zu können, um den See zu überqueren, braucht man zuerst Sprit, den man in einem anderen Gebiet finden muss. Das Monster im See ist nicht nur der erste Bosskampf in diesem Spiel, er ist auch einer der ödesten Bosskämpfe in der gesamten Resi-Reihe. Ja. Schon bald. Vor allem, ich glaube, so im Original war der ja, glaube ich, noch ein bisschen cooler, weil du da zwischendrin noch so Quicktime-Events hattest oder so. Das hast du jetzt hier nicht. Jetzt wirfst du halt die ganze Zeit nur auf den so. Der ist halt echt scheiße. Wirst du unserem Bund beitreten? Auf ihn! Ey, ohne Scheiß, die deutschen Stimmen, ne? Also, sorry, ich will es nicht die ganze Zeit sagen, aber das ist ja wirklich... Warum nennt man den Boss? Ja... Meinen heiligen Segen! Ich bin sehr gespannt, was Rob zu den Krauser-Kämpfen sagen wird. Ich hoffe, nichts Falsches, weil, ja. Immer wenn Leon ohnmächtig wird, erscheint ihm Saddler, der ihm erzählen will, wie toll es dann sei, ein Teil seines sektenartigen Kollektivs zu werden. Anstatt es einfach geschehen zu lassen oder Leon zu töten, was einfacher und deutlich weniger aufdringlich wäre. True. Condor One an Basis. Bitte komm. Condor One? Du warst 3 Stunden nicht zu erreichen. Alles okay? Ja, mir geht's gut. Kommt nicht wieder vor. Und die Kirche? Bin noch auf der Suche nach dem passenden Schlüssel. 3 Stunden kein Kontakt, Schlüssel und Zielperson noch nicht gefunden. Hannigan hätte schon längst ein kompetentes SEAL-Team dorthin schicken müssen. Um den Schlüssel zur Kirche zu... Nein, das ist Leon, sind wir mal ganz ehrlich. Zu bekommen muss Leon nun 2 weitere Schlüsselobjekte an 2 unterschiedlich... Da finde ich, die sich regenerieren können, schlimmer als die Riesenfisch. Oh ja. Orten finden und freipassen. Leon schafft das schon. Man muss einfach ein bisschen believen in den Jungen. Der macht das. Schlüssel finden, um Schlüssel zu finden, Gameplay wird aber immer so weitergehen. Auch ein Grund, warum dies hier eines der längeren Resi-Spiele ist. Deswegen vergebe ich jetzt mal pauschal 20 Punkte und werde es nicht weiter erwähnen. Ja, aber ist das wirklich schlimm? Ich finde das okay. Das Game hätte für mich noch länger gehen können. Das war schon. Diese Typen versuchen jetzt Leon. Das sind die größten Wichser. Mit einem Troll zu erledigen. Warum? Ich dachte, er soll mit seinem. Ja. Im Plager der Sekte beitreten. Ja. Jetzt, wo man endlich in die Kirche hinein kann, muss man ein weiteres Puzzle lösen, um in den ersten Stock der Kirche gelangen zu können. Ich bin Lee. Ich bin auf Befehl des Präsidenten. Sind wir ehrlich, wenn Chuck Norris ein Problem hat, ruft er Leon an. So nämlich, ne? Das ist es. Na toll. Es wäre tatsächlich einfacher gewesen, wenn er gesagt hätte, ich bin hier, um dich zu retten. Das macht man für gewöhnlich. Was hat er gesagt? Zu können. Ich bin Leon. Ich bin auf Befehl des Präsidenten. Ja, true. Na toll. Es wäre tatsächlich einfacher gewesen, wenn er gesagt hätte, ich bin hier, um dich zu retten. Das macht man für gewöhnlich so, damit eine möglicherweise unter Schock stehende Person besser versteht, was man von ihr will. Bringt ihren Seelen. Ich bin Leon und tschüss, ja. Erlösung. Zedler kann durch den Parasiten mit allen reden und sie sogar steuern. Was er hier scheinbar nicht kann, ist sich zu entscheiden, ob er die beiden jetzt ergreifen, töten oder verwandeln will. Ashley wurde übrigens in den USA entführt, per Schiff nach Spanien gebracht und tagelang in dieser Kirche festgehalten. Dennoch wirkt sie wie aus dem Ei gepellt. Nicht mal ihre Kleidung ist verschmutzt oder beschädigt. Yo, true. Leon ist halt gewöhnt, dass die Frauen auf ihn zulaufen. Ja. Nee, oder? Ashley wäre gut bei Gamesünden, weil dieser Sprung sogar für Leon zu hoch wäre. Gute Arbeit, Condor One. Ja. Ich schicke dir ein Heli auf den Weg. Ich sende dir die Koordinaten für die Bergung. Geht dorthin und pass auf, dass Baby Eagle nichts passiert. Oder du schickst einen Helikopter einfach dorthin, wo sie gerade sind, um sicherzustellen, dass der Tochter des Präsidenten nichts passiert? Das wäre ja zu einfach. Das wäre ja viel zu langweilig für Leon. Du. Hey. Hör zu, wegen vorhin. Ja, lass hören. Warum so aggressiv, Leon? Luis hat ja nichts getan. Er ist nur vor dir weggelaufen, was ich an seiner Stelle auch getan hätte. Dieser Hordenmodus im Haus bekommt jetzt hier einfach mal 10 Punkte, weil er seit dem Original von 2006 als Inspiration für sämtliche Hordenmodi in Häusern in unzähligen Spielen diente. Oh, ja, das war ja generell Resident Evil, ne?
Ohne dem wird es ja gar nicht hier Dead Space oder ohne Resident Evil 4 wird es nicht Dead Space oder Last of Us und alles geben. Generell so Third-Person-Shooter und so. Außerdem. Ich frage mich auch, wie, wenn ich jetzt Last of Us 2 nochmal spielen würde, wie würde ich es jetzt nach Resident Evil 4 wahrnehmen? Weil für mich ist, also keine Ahnung, muss ich dann schauen, aber ich, zumindest in meinem Video sage ich halt und so empfinde ich halt momentan, dass es für mich so der beste Third-Person-Shooter ist. Aber, ja. Dem, wie viele Menschen leben in diesem kleinen Dorf? Man hat an diesem Punkt bereits über 100 von ihnen getötet und es werden nicht weniger. Die größte Sünde bei Resi-Teilen ist, dass man ihre Monster nicht einfach mal raketensicher macht. Ich schieße auf die Kette, damit das Tor meinen Verfolger platt macht, Klischee. Ash, ist das erste Mal, dass du Blut hustest? Was weißt du darüber? Der Husten, das Blut, wird verursacht von etwas namens Plaga. Ashley wurde auch mit dem Parasiten infiziert, weil Saddler mit ihr die USA und dann auch den Rest der Welt ins Chaos stürzen will. Warum er sie dann allerdings nicht gehen lässt, damit sein Plan aufgeht, ist unklar. Sicherlich will er zuerst ein Lösegeld kassieren, aber dafür muss er mit den USA verhandeln, was er ja scheinbar nicht macht. Und wenn man... Ja, aber warum will er denn Kohle haben, wenn dann eh alles... Also wirklich, das ist halt eigentlich, das ist ja der perfekte Plan. Er hat sie infiziert, jetzt kommt Leon und bringt sie zurück nach die USA. Der hätte ja nichts davon gewusst. Gut, Luis hat ihm das jetzt gesagt, aber so, das wäre ja viel einfacher gewesen. Die wären jetzt abgehauen und bam. Ziel erfüllt, Mission accomplished, aber dann versucht er die ganze Zeit die beiden zu töten, so. Man bedenkt, wie schnell sich der Plage am Wirt durchsetzt, ist dafür auch nicht die Zeit gegeben. Wir bekommen hier immer wieder Szenen zu sehen, in denen man alles Mögliche mit Ashley und Leon vorhat, ohne etwas davon wirklich durchzuziehen. In diesem Stadium kann der Parasit, der Plage, er kann noch entfernt werden. Mit einem kleinen Eingriff. Man braucht nur etwas Know-how. Ach ja. Und die richtigen Tools. Also war Luis mit dem Parasiten infiziert, konnte ihn aber selbst entfernen und wurde, obwohl er hier noch immer rumhängt und sogar gefangen genommen wurde, nicht aufs Neue infiziert. Verstehe. Luis sagt, dass er den beiden helfen kann, geht dann aber und sagt bis später, obwohl er gerade darauf hingewiesen hat, dass man den Parasiten so schnell wie möglich entfernen sollte, hä? Unser Deal lautete, wir holen dich hier raus, wenn du uns den Bernstein lieferst. Kein Bernstein, keine Eskorte, Luis. Nun erfahren wir, dass Luis eine Abmachung mit Ada hat, der allerdings nicht sofort nachkommt, damit das alles hier weitergehen kann. Schlechte Neuigkeiten, Condor One. Bei diesem Wetter kann der Heli unmöglich landen. Bei diesem Wetter? Aber es regnet doch nur ein bisschen. Das Ganze klingt für mich wie eine Ausrede, um den Plot zu begünstigen. Ja. Das hätte man einfach nicht machen müssen. Aber Leon hat's gemacht und ich bin sehr glücklich darüber, dass er es gemacht hat. Hasta luego. Sag Hasta la vista, Baby, ohne Hasta la vista, Baby zu sagen. Hola, Luis hier. Seid ihr noch da? Woher hat er die Nummer bzw. Funkfrequenz, um Leon anfunken zu können? Nicht zu meinem Chef, bei dem Unwetter kann ich nicht kommen. Nee, das wäre... Leon sucht ständig die Herausforderung. Oh Gott, jetzt kommt dieser Katapult-Part. Oh mein Gott. Oh nee, Alter. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Hot-Tick ist, aber Ada kann ich nicht leiden. Echt nicht? Ich finde die... weiß ich nicht. Ich fand, Ada hatte jetzt... Die hat man zwar ein paar Mal gesehen, aber so... weiß nicht, irgendwie so richtig was gemacht hat sie nicht. Deswegen gehe ich in meinem Video auch gar nicht auf sie ein. In der Burg wird man mit Katapulten angegriffen. Also mit der Art von Waffen, mit denen man für gewöhnlich eine Burg angreift. Die haben sogar Kanonen in der Burg, um in der Burg auf die Burg selbst schießen zu können. An dieser Stelle Grüße an alle Zuschauer, die aus Burg kommen. Außerdem diese Burg. Das war der beschissenste Part im Spiel. Das hat mich, Junge, Alter. So riesig und einzig. Katapult, so heiß, ist wieder geil, weil er wirklich diesen so... Ja, hatte ich, dass sie international bekannt sein sollte und eigentlich als Touristenattraktion dienen müsste, was die Verbreitung von Las Plagas erheblich erleichtern sollte. Guck mal, Rob sollte einfach so ein Kult führen. Der weiß einfach, wie es läuft. Herzlich willkommen. Sagte der YouTuber am Anfang seines... Oh, sorry. Geht wieder weiter. ...des neuen Videos. Soll Resi 9 machen, ja. Verstehen, dass wir das Mädchen brauchen. Mr. X kam in seinem Ziel, ja, Junge. Sorry. Mit ihr als Quelle werden die Vereinigten Staaten und dann die Welt von seiner Gnade erfüllt werden. Warum will man eine so abgeschirmte und unpopuläre Person wie die Tochter des Präsidenten dafür benutzen? Warum keine Promis, die ständig um die Welt reisen? Die sind doch eh...
Guck mal, er weiß er, Junge. Schon eine Pest. Ja. So sehr ich die Rätsel in diesem Game mag, ein Puzzleteil hinter einem Puzzle zu platzieren, ohne dass es einen nachvollziehbaren Grund dafür gibt, ist schlichtweg doppelt gemoppelt. Aber die Rätsel sind wirklich gut in diesem Spiel. Also wirklich, das sind die kreativsten. So. Ja, ne? Willst du mich verarschen? Du kannst doch nicht einfach auf einen Kronleuchter springen. Wer bist du, meine Mutter? Dieser Dialog. Die schlechte Games sind gut, sonst kann ich mir keine neuen Games in dieses Game mehr. Das ist Log. Ich sagte ja bereits, so sprechen die Amis in ihren Filmen und die Japaner übernehmen das dann einfach, weil so normale Leute miteinander reden. Aber es ist halt unterhaltsam. Es ist halt, also guck mal, entweder habe ich sehr gut geschriebene Dialoge oder ich habe halt sowas Bescheuertes. Was ich nicht haben möchte, ist halt das, was in Hogwarts Legacy ist, ne? Weil ich finde beides unterhaltsam. Entweder ist es kacke und halt lustig oder ist es halt wirklich gut und du bist halt drin. Aber nicht sowas wie bei Hogwarts. Das ist, Mr. Kennedy. Salazar benutzt eine altertümliche Gegensprechanlage, um Leon voll zu quatschen. Aber woher weiß er, wo genau Leon und Ashley gerade sind? Es gibt hier keine Überwachungskameras und die beiden durch den Parasiten tracken zu können, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ich dachte, der spricht einfach durch alle gleichzeitig. So in dem ganzen Schloss, aber keine Ahnung, wie das, ne? Hogwarts war so betreutes. Ja, genau. Ach, Junge, ey, das ist wirklich. Dieser Raum und alles, was hier passiert. Zügle dich, Kind. Oh, ich liebe jede Verpixelung, wirklich. Sadler kontrolliert hier Ashley per Fernplager. Ich verstehe zwar, dass der Parasit hier für ein kollektives Hive-Mind genutzt wird, aber wie kann man damit einzelne Personen. Unsteuern. Hat da jeder sowas wie einen eigenen Anschluss oder eine individuelle Rufnummer? Oder ist das nur so wegen Plot? Was sind die Regeln? Auch Ada sieht hier aus wie aus dem Ei gepellt. Man könnte der weiblichen Besetzung hier vorwerfen, dass sie entweder Instagram-Filter benutzen oder sie ihre persönlichen Make-up-Assistenten dabei haben, die sich gerade hier irgendwo in einem Schrank verstecken. Ja, aber Capcom weiß schon ganz genau, was die machen. Capcom weiß schon ganz, ganz genau, was die hier machen. Auch mit Ada, ne? Das ist schon. Lass uns dieses Gespräch ein andermal fortsetzen. Ada kann übrigens genauso wort- und lautlos verschwinden wie Batman. Komm nicht näher. Ich tu dir Fanservice, ja. Du hast ihm nicht wehgetan, nur sein Messer genommen. Ja, aber mit allen Charakteren, ne? Leon und Luis sind ja jetzt auch, ne? Und dir damit beinahe selbst wehgetan. Wir stehen das durch. Zusammen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das wirst du. Halt dich nur von meinem Messer fern, okay? Leon. Danke. Das ist übrigens die einzige Charakterentwicklung zwischen den beiden. Da es den beiden an Charakter deutlich mangelt, muss das ja auch reichen. Diese ich finde, es hat aber auch gereicht. Das war okay. Das war, ja. Irrgarten und alles, was hier passiert. Dieses Tischgedeck-Puzzle ist eine coole Idee, ergibt nur leider keinen Sinn. Es ist trotzdem cool. Es ist, also ich, okay, warum? Da hier auch. Ja. Die Bediensteten darauf achten müssen, alles richtig einzudecken, damit der Scheiß auch funktioniert. Ja, okay, true. Aber es ist cool. Ja, es ist cool. Wenn diese Pistole nur die Feuerrate hätte, die sie in dieser Zwischensequenz hat. Außerdem, jetzt haben wir knapp eine halbe Stunde damit verbracht, drei verschiedene Schlüsselobjekte zu finden, die nicht... Die haben eine Glocke am Teller. Ja, ist doch normal, oder? Das tun, außer ein Scripted Event zu starten, welches Leon und Ashley trennt, damit man kurz mit Ashley spielen kann. Mit ihr muss man dann eigentlich nur vor Gegnern weglaufen und einige Rätsel lösen, damit Leon aus dem Käfig befreit werden. Vor allem, was ich nicht wusste bei dieser Passage, das habe ich erst in einer anderen Review gesehen, da sind ja dann diese, ich weiß nicht, ob er jetzt gleich darauf eingeht, aber da sind ja diese Ritter, die da rumlaufen. Und Ashley hat die ganze Zeit so ein Licht und du kannst, wenn du die halt mit dem Licht blendest, kannst du die halt einfrieren. Das wusste ich einfach gar nicht. Ich bin einfach durch. Ich bin die ganze Zeit nur vor denen abgehauen. Ich wusste gar nicht, dass man die einfrieren kann. Also ich fand es auch so schon, wusste ich gar nicht. Ich bin einfach so durchgelaufen. Kann. Was auch geht. Das ist dann auch schon die ganze Idee dahinter. Kommst du runter? Ich fang dich. Wie jetzt? Ashley! Und natürlich wird Ashley jetzt wieder entführt. Du solltest nicht schießen, Leon. Du könntest die Geisel treffen. Also. Du bist ja auch Profi, ja, ich weiß. Das seht ihr ja auch immer beim Gameplay. Was Neues zum Bernstein? Nein, tut mir leid. Aber mein Helferlein stiftet ordentlich Unruhe.
Keine Ahnung, was Ada da eigentlich macht. Sie soll eine Probe des Parasiten sichern, macht aber nichts außer rumspazieren und gelegentlich Leon zu helfen, der die Probe definitiv nicht für sie besorgen kann oder wird. Man kommt zum Schluss tatsächlich nur durch einen sehr günstigen Zufall an sie ran. True. Leon, meinen Rat befolgt? Woher hat sie jetzt seine Nummer? Ashley wird hier für eine rituelle Opferung vorbereitet, ohne geopfert zu werden. Profi mit dem Ende des Todes. Davon bin ich bekannt. Unwahrscheinlich. Ich liebe dieses Game. Halt durch, Ashley. Bin gleich zurück. Auch unwahrscheinlich. Plötzlich habe ich Aliens-Flashbacks. Jo, stimmt, das war wirklich. War es gerade Ansage oder was? Longwind, ja. Das Skript ist ein bisschen explodiert. Ich hatte eigentlich, dachte ich so, das wird so ein 15-Minuten-Video. Jetzt ist es halt über 30 Minuten schwach. Ich mache dir einen guten Preis. Das ist ja nett von dir, aber wolltest du dich nicht mit Leon auf dem Burghof treffen, um ihm das Antidot zu geben? Wir sind jetzt in einem Bergwerk unter der Burg. Medizin, die das Fortschreiten eures Problems verzögert. Wo sollen wir hin? Mal sehen. Komm zum Burghof, weiter drinnen. Wir treffen uns dort. Ich weiß nicht mal mehr, in wie vielen Filmen ich einen Typen gesehen habe, der manisch mit seinem Feuerzeug rumspielt. Tja, leider. War ja auch bei Killis so am Anfang mit dem einen Typen. Am besten gleich 60, ja, dann werdet ihr das Video nie wieder bekommen. Dann wird es nie rauskommen, dann werde ich mit zwischendrin irgendwann sterben. Wird die Wirkung schnell nachlassen. Das Mittel hat die... Einfach Studium schmeißen aus der ganzen Zeit der Welt, ja. Höchstens ein bisschen Zeit verschafft. Wodurch es ziemlich überflüssig wird, oder? Zumal die Infektion bei Ashley deutlich fortgeschrittener ist. Hey, seit wann ist das hier eine Sackgasse? Da ging's eigentlich zum Ausgang. Das bedeutet, dass noch vor kurzem Leute in dieser Mine gearbeitet haben müssen. Etwas, das ich... Hartz IV und der Tag gehört dir. ...ich aufgrund der Umstände für unmöglich halte. Oh, jemand hat Tempel des Todes gesehen. Verdammt, wie groß ist diese Mine? Woher haben die Leute hier die Mittel für solch einen riesigen Minenkomplex? Und warum weiß keiner davon? Hallo, Rich. Also sind wir hier in Moria, verstehe. Spring! Als ob. Ich liebe dieses Game. Los Illuminados. Ich habe für sie gearbeitet. Luis hat. Man braucht schon ein Studium, wenn man eine 60 Minuten Resivier haben könnte. Ja, ja. Ja. Also für diese Sekte gearbeitet, aber was diese Sekte genau macht, wie sie entstand und wie sich alles hier aufgebaut hat, erfahren wir leider nicht. Das stimmt, man hat wirklich wenig von denen gelernt, oder? Wahrscheinlich, weil sich dieser ganze Quatsch hier einfach nicht erklären lässt. Ja. Die frische Luft ruft unseren Namen. Porfin. Oh, jetzt, ja. Denn wenn wir erstmal hier sind, bedeutet das, wir sind fast... Fast was. Ach komm schon, Leon, als ob du das jetzt nicht gehört hast. Ach, scheiße, er wird gar nicht angeschossen. Ach scheiße, in meinem Video sage ich, er wird angeschossen. Aber es war ein Messer. Fuck. Er wird einfach von dem Messer wird er angeschossen. Scheiße. Was macht Krauser hier? Woher weiß er, dass die beiden gerade hier in der Mine sind? So viele Fragen, keine Antworten, am besten nicht drüber nachdenken. Unsere Gehirne fahren im Autopilot ohnehin am besten, gelle? Während des Bosskampfes erfahren wir, dass Krausers Motivation ungefähr dieselbe ist wie bei General Hummel in the Rock. Am Ende ist Krauser jedoch auch nur ein psychopathischer Kriegsveteran. Aber der Bosskampf mit dem Messer war so... Der war richtig sick. Ich bin doch nicht tot, Klischee. Menschen ändern sich, oder? Nein, nicht der einzige Charakter mit Charakter in dieser Story. Der Tod, der hat mich gecatcht. Der hat mich ein bisschen, der hat mich gecatcht, der Tod. Das war schon, Chapeau Capcom. Da war nicht schlecht. Zar ist übrigens ein Zwerg. Messerkugel, alles gleich, ja, true that. Dennoch wird er immer so in Szene gesetzt, dass man es nicht sieht. Man wollte wohl dem Original treu bleiben und gleichzeitig politisch korrekt sein. Auf dem Weg zur Turmspitze rollen uns diese gleich noch trauriger. Riesigen okay. Kugeln entgegen. Woher diese Kugeln kommen? Haben die Augen geschwitzt? Nee, nicht das, aber ja. Ich guck jetzt mal bitte. Okay. Sein. Auf dem Weg zur Turmspitze rollen uns diese riesigen Kugeln entgegen. Woher diese Kugeln kommen und warum es davon unbegrenzten Vorrat gibt, bleibt ein Rätsel. Ashley sieht nicht nur wieder kerngesund aus, man hat ihr auch die Gesichtsbemalung entfernt und ihr Make-up aufgefrischt. Berichte unserem Herrn von der Ergebenheit seines treuen Dieners. Ramon.
Warte, was? Salazar arbeitet für Saddler. Krause auch? Der ist aber ein Außenstehender und wird hier als Mittelsmann eingesetzt? Glaube kaum, dass der Kult einem Außenstehenden so sehr vertrauen würde. Außerdem, Krause hat Ashley entführt und nach Spanien gebracht, um sie jetzt hier mitzunehmen und zu Saddler zu bringen? Hält's im Kopf nicht aus. Lord Saddler ist Ihnen sehr knapp. Junge. Aber ja, das Tod ist für Resifelde mega unspektakulär. Ja. Aber ich finde, das hat's halt, glaube ich, gerade gemacht, so. Keine Ahnung. Das war, ne? Leon wäre gut bei Gamesünden, weil Monologe von Bösewichten echt überflüssig sind. So dieser nämlich. Bosskampf war im Original schon eine echte Qual. Hier haben die Entwickler entschieden, noch einen draufzusetzen und dich richtig durchzunudeln. Der war wirklich nervig. Scheinbar hat auch er, so wie Miranda in Teil 8, zu viel Overwatch gespielt. Er. Was, warum? Scheinbar hat auch er, so wie Miranda in Teil 8, zu viel Overwatch gespielt. Den raff ich nicht. Warum? Warum zu viel Overwatch? Den habe ich nicht verstanden. Krauser. Krauser flüchtet mit einem Boot, lässt aber ein weiteres... Reaper... Ah... Okay. Okay. Ach so, okay. Sorry. Ja, alles klar. Ja, ich kenne halt das Deutsche nicht, ne? So... Okay, im Deutschen sagt er stirb, stirb. Achso, okay. Ja, Mann, ich spiele Overwatch schon nicht auf Deutsch, keine Ahnung. Das Boot unsabotiert zurück, damit Leon ihm folgen kann. Er braucht dafür nur die Schlüssel. Ja, deine 900 Stunden, ja, die sind aber auf Englisch und nicht auf fucking Deutsch. Mist. Suchst du was? Und da sind auch schon die Schlüssel, geliefert von Ada Ex Machina, die uns hier nicht zum letzten Mal den Schlüssel für ein Wasserfahrzeug spendieren wird. Ich habe eine Frage. Aber wirst du sie auch beantworten? Du wirst nicht meine Antwort auf diese Frage bekommen, Leon. Schade. Ich habe mich verändert. Du? Cringe, wer Deutsch spricht. True, Alter. Leon Scott Kennedy? Scott? Stimmt, Scott. Du hast dich nicht verändert. Halt die Fresse! Das bildest du dir bloß ein. Er soll sich nicht verändert haben? Hast du mal in sein Gesicht gesehen? Die Frage ist, hast du dich verändert, Ada? Oder benutzt du mich nur wieder? Sie benutzt dich. Auf dieser Insel befindet sich ein riesiger Industriekomplex. Auch diesen hat man zuvor nie durch Satellitenaufnahmen entdeckt. Lasergesteuerte Selbstschussanlagen mit hoher Feuerkraft, aber die Soldaten hier schießen mit Armbrust. Ashley wird schon wieder irgendwo zwischengelagert, anstatt man sie gleich dorthin bringt, wo sie am Ende hin soll. Dieser Typ hat sich so sehr den Jumpscares gewidmet, dass er sich angezündet und anschließend in diesem Schrank versteckt hat, nur um dann zu warten, bis hier einer vorbeikommt. War gefühlt der einzige Jumpscare, oder? Kann das sein? Was ist diese Deutsche? Oh, Junge. So sollte es aussehen, wenn die Minigame-Puzzle aus Bioshock und Watch Dogs ein Kind gezeugt hätten. Ja, oh Gott, jetzt kommen die, Alter. Der Scheiß hier. Ja, Junge. Was ist das, die Stelle? Kind gezeugt hätten. Ja. Ey, wie lange ich hier rumgelaufen bin. Ich meine, guck mal, das Ding ist, wenn man dann, das ist eigentlich ganz cool so von wegen, ey, du sollst halt diese Wrench, diesen Schraubenschlüssel oder was auch immer, sollst du halt suchen und dann kriegst du dieses Visier. So, aber ich bin so lange rumgelaufen und musste dann, ja, das ist, ja. Der Rest wäre wirklich gut, versuch mal weniger Pause zu machen. Okay, sorry. Der Scheiß hier. Aber die Gegner waren so nervig. Spritzt er hier gerade ins Gesicht? Leon hat Zeit zu warten, bis Ashley aufwacht, anstatt sie umgehend aus dieser Hölle zu tragen. Danke. Die Medizin kam gerade richtig. Woher weiß sie, dass er ihr das Mittel verabreicht hat? Sie war bewusstlos. Ada, komm. Es gibt ein Labor, in dem wir die Parasiten entfernen können. Grenzwertige Aussage. Dachte, dass du wüsstest, wo es sein könnte. Ihre wichtigsten Einrichtungen befinden sich im Heiligtum auf dem Berg. Versuch's dort. Ada ist über diesen Ort besser informiert als Hannigan, von der wir übrigens schon seit einer Ewigkeit nichts mehr gehört haben, weil sie komplett nutzlos zu sein scheint. True. Eine Abrissbirne. Das ist ja, ja. Natürlich kann sie das. Klar, logisch. Natürlich weiß Ashley, klar, die Tochter des Präsidenten, wie man eine Abrissbirne bedient. Klar, logisch. Wer weiß, vielleicht werde ich auch mal eine Agentin. Was sagst du? Wir könnten unser Land gemeinsam vor Gefahren beschützen. Das ist in Anbetracht der Tatsache, dass jeder, der sowas hinter sich hat, Agent wird, gar nicht mehr so unwahrscheinlich.
Der Plaga-Parasit. Robin sich selber nur nicht gäbe Meinung. Der gehört wirklich zum Chat. Wurde übrigens zufällig in einer Mine gefunden und scheint sehr alt zu sein. Er überlebt in einem Bernstein, was keinen Sinn ergibt. Nicht nur, weil es dieselbe Logik hätte wie in Jurassic Park. Bernstein entsteht durch Harz, welches durch Bäume entsteht, und unter der Erde gibt es keine Bäume, weil es dort keine Sonne gibt. Unter der Erde findet man deswegen auch Mineralien, aber keinen Bernstein. Da dachte ich mir auch, warum ist denn Bernstein da unten? Nein. Außerdem gibt es das meiste Bernsteinvorkommen an der Ostsee und nicht wie hier in spanischen Gebirgen. Dies ist der heilige Leib. Unsere göttliche Vorsehung und bald ein unerschöpflicher Segen für alle. Ein religiöser Typ, der Gott genauso verehrt wie etwas, das wie aus der Hölle im Erdreich gefunden wurde. Weißt du Bescheid? Ich bin Osmund Settler, die Stimme unseres Herrn. Mir ist scheißegal, wer sie sind. Leon muss unbedingt aufhören, Leuten einfach so ins Gesicht zu schießen. Nein, Mann, er muss mehr machen. Stopp! Nein! Mein Kind, wehr dich nicht! Schade, dass die Pistole nicht geblurrt ist. Dafür, dass Ashley gerade von Settler kontrolliert wird, ist sie erstaunlich gut im Danebenschießen. Ja, wie kann das sein? Die Waffe war zuvor voll geladen und da passen mindestens 50 Patronen ins Magazin. Herr, vergib diesen gottlosen Sündern. Deine Buße wirst du von meinem getreuen Jünger ableisten. Das klingt religiös und schmutzig. Komm, Kind. Du musst keine Angst haben. Übergib dein Leib. Ich glaube, das ist hier keine Sekte. Vielmehr eine Art Sexkult mit Vorliebe für Tentakel. Settler geht jetzt übrigens ohne Leon zu... Das sind die Hentais, die ernst immer guckt. Sekte. Vielmehr eine Art Sexkult mit Vorliebe für Tentakel. Settler geht jetzt übrigens ohne Leon zu töten. Er ist auch so smart, ne? Du bist weit gekommen, Rookie. Ich habe in der Nähe ein Schlachtfeld vorbereitet. Nur oh, das ist das Beste. Krauser hinterlässt ein Audiolog für Leon. Das ist zwar das einzige Audiolog in diesem Game, aber es ist ein Audiolog. Stimmt. Krauser hat hier unbegrenzte Waffen, Munition und Mittel, Leon auszuschalten, veranstaltet aber lieber ein Katz-und-Maus-Spiel mit ihm. Ja, außerdem kommt er mit einem Messer zu einer Schießerei. Jetzt, guck mal. Und dieses praktische Fliegerass konnte uns vorhin wegen etwas Regen nicht abholen? Nein. Mike, wir kannten dich kaum. Aber wir werden dich nicht im Opferaltar, wird aber nicht geopfert. Wollten die eh nicht was ganz anderes mit dir machen? So richtig einig scheint man sich da nicht zu sein. Oh, gesegnet sei er. Mike, besser, Mann. Mike war mein Lieblingscharakter im Resident Evil Universum. Schade, Alter. Schade. Frohlocket und so sei Endlich kommt Mike DLC. Ja, Mann, ich hoffe auch. Ich habe irgendwo gehört, dass ein Ada DLC kommen soll. Ich hoffe, es kommt noch ein Mike DLC. Ich hoffe es so sehr. Mike größer Ethan. Jetzt haben wir es endlich. Neuen Main Character. Mike's Kind hat nun eine 50-50 Chance, Assassine zu werden. Ja, und eine 100%ige Chance, auf jeden Fall in dem Ubisoft-Game vorzukommen. Ada Ex Machina. Was habt ihr denn gedacht, wie er da rauskommt? Ja, ist immer Ada. Aber leider nicht mehr Mike. Labor B müsste da lang sein. Was für ein praktischer Zufall, dass sich das Labor von Louise, in welchem man den Parasiten entfernen kann, direkt hinter dem Sanktum befindet. Das hat alles Mike gemacht. Ada lässt Leon halluzinieren, anstatt ihn wirklich aufzuhalten. Der Scheiß funktioniert. Außerdem, Ashleys Gestöhn und Geschrei ist schon jetzt ein Gottesgeschenk für alle Hentai-Creator und die gesamte R34-Community. Ja. Die Frau, die uns geholfen hat. Glaubst du, es geht ihr gut? Oh, ich bin sicher, da geht's prima. So viel dazu. Das war ziemlich hoch. Damn. Wie oft wäre Leon eigentlich schon draufgegangen, wenn Ada nicht wäre? Ada und Mike sind die wahren Helden in dieser Geschichte. Aber vor allem Mike. Die Augen sind der Schwachpunkt-Klischee. Das ist wirklich so, ne? Das ist aber gefühlt immer bei den Endbossen.
Ey, da macht die. In Resi 3 waren es keine Augen, aber da waren es auch solche Dinger, wo du drauf ballern musstest. Übrigens geschmeidig die Biege und lässt Leon alleine den finalen Boss bekämpfen. Irgendwas muss Leon ja auch machen, ne? Ich bin doch nicht tot, Klischee. Ada, was soll das werden? Nimm's nicht persönlich. Luis und ich hatten einen Deal. Ja, aber du hättest auch einfacher an solch einen Bernstein kommen können. Erinnerst du dich an das Lager vorhin? Das war voll mit diesen Dingern. Ich habe euch doch gesagt, sie wird ihm mit einem weiteren Fahrzeugschlüssel helfen. Ich verstehe nicht. Wie kann sie einfach... Komm, hier geht alles hoch. Moment, was? Wenn der Oberschurke stirbt, wird auch seine Basis zerstört, Klischee. Weißt du, ich könnte meinen Dad bitten, dich meinem Personenschutz zuzuweisen, wenn du willst. Du brauchst mich nicht. Du kommst ganz gut alleine klar. Ja, hat man ja gesehen, wie oft sie während ihrer Entführung immer wieder entführt wurde. Mit einem Jetski am Ende Richtung Sonnenaufgang zu entkommen, ist wie mit einem Heli am Ende Richtung Sonnenaufgang zu entkommen. Dann geht es um Millionen von Opfern. No simp, ja. Milliarden. Am Ende stellt sich heraus, dass Ada für Albert Wesker den Bernstein sichern sollte. Der sagt ihr, dass er damit die gesamte Menschheit umbringen will, was Ada dazu bringt, ihren Kurs zu ändern. Was hat sie denn gedacht, was er damit vorhat? Nach dem Abspannen sehen wir noch kurz Hannigan. Ich hatte sie schon ganz vergessen. 195, ey. Herr, vergib diesen gottlosen Sünder. Kultklassiker. Komm jetzt. Also, wenn du den Kopf haben willst, kannst du ruhig jederzeit vorbeikommen. Nein, tut mir leid. Und was ist das? Das hat sich irgendwie an Resident Evil 7 angehört. Da war Mikes Bruder. Ach, Junge, Alter. Resi 7, ja. Ah, Junge. War's auch, ja. Ah, Lukas, ja, genau. Ach, geil. Ja, schönes Video. Schönes Video.